Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Zum Vortrag Das kopernikanische Prinzip am Planetarium Mannheim gab es natürlich auch Fragen. Die kommen jetzt mit den Antworten von Bruno Deiß. Viel Spaß. Sind wir vielleicht einfach zu früh dran, um mit anderen Zivilisationen in Kontakt treten zu können? Klar, man kann sozusagen die beiden Welten versuchen zusammenzubringen. Einerseits dieses Rare Earth heißt dieses eine Konzept, dass wir was ganz Besonderes sind, quasi am Anfang stehen, beziehungsweise gewissermaßen die Ersten. Das wäre das eine. Kann man ein bisschen zusammenbringen mit dem anderen, mit der anderen Ansicht, indem man immer mehr verengt, die Bedingungen formuliert, dass es Leben, und zwar intelligentes Leben, und dann auch eine technische Zivilisation geben kann. Intelligentes Leben übrigens, ich meine nochmal kurz überlegen. Wir hatten schon, keine Ahnung, 10 Hochkulturen, Inkas, Ägypter, alles Mögliche. Aber die sind wieder runtergegangen in ihre Kulturstufe und haben keine technische Zivilisation erreicht. Insofern Intelligenz und technische Zivilisation, die sich bemerkbar macht, dem Universum mitteilen kann oder quasi das Universum ablauschen kann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern könnte es auch durchaus ganz viele intelligente Lebewesen sonst wo geben. Aber die sind mit sich zufrieden, die lauschen nicht ins Universum, die entwickeln keine technische Zivilisation, alles ist gut. Wenn wir Durchschnitt sind, immer wieder auf dieses kopernikanische Prinzip zurück, würde man sagen, und jetzt kommt es natürlich auf diese Zahlen an, genau, dass es dennoch andere technische Zivilisationen auch geben sollte. Außer man verengt jetzt, überlegt sich Gründe, weshalb es einfach doch so eng ist, dieser Flaschenhals, dass wir vielleicht alleine sind in der Milchstraße, im Universum mit Sicherheit nicht, aber in der Milchstraße. Oder vielleicht noch eins oder zwei andere, aber die so weit weg sind, dass man sozusagen gar nicht kommunizieren kann. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich neige persönlich, wie gesagt, eher zu dem anderen Konzept der Durchschnittlichkeit, weil es einfach in der Wissenschaft bisher wunderbar getragen hat. Ist einfach nur eine Haltung, gebe ich zu. Einfach nur eine Haltung, die sagt, wann immer man der Meinung war, aber jetzt sind wir was ganz Besonderes, dann stellte sich raus, nee, schon wieder nicht. Ja? Man hat jetzt beispielsweise nur mal so nebenbei, alles menschliche Leben besteht aus 20 Aminosäuren, mehr nicht. In den Meteoriten, in den kohligen Chondriten, findet man 90 verschiedene Aminosäuren, die 20, aus denen wir bestehen, natürlich auch. Also die Grundbausteine sind da. Jetzt hat man gerade in Meteoriten, in Marokko, glaube ich, eines von den Basen, was für uns fürs Erbgut wichtig ist, gefunden. In Meteoriten drin. Also, ja, da wird noch kein Karnickel draus, ist mir klar. Aber sozusagen, wenn nur irgendwie die Bedingungen gut sind, kann man sich vorstellen, dass einfach die Prozesse, die zu Leben führen, schlagartig dann einsetzen. Dann kann der Flaschenhals eng werden. Von Einzellern dann auf Mehrzeller zu kommen und dann nochmal intelligentes Leben zu produzieren, das mag sein. Das kopernikanische Prinzip macht den anderen Weg und sagt, das passiert schon überall, aber immer nur Flash hoch und dann wieder runter. Flash hoch und runter. Und wir sind da in bester Gesellschaft. Im Moment, wenn man sich draußen umguckt, hat man den Eindruck, es geht wirklich in die Richtung. Ne? Aber gut, das geht ja hoffentlich mal vielleicht besser. In Zukunft, noch darf ich das noch ergänzen, vielleicht kletter. Universum ist 13 Milliarden Jahre alt. 13, so und so viel. Okay, es müssen ja erstmal chemische Elemente erbrütet werden in den Sternen, damit es überhaupt Leben und Planeten geben kann. Das dauert ein paar Milliarden Jahre. Trotzdem, wenden wir doch einfach mal das kopernikanische Prinzip aufs Universum an. Das Alter ist, Planeten könnte es geben seit vielleicht, sagen wir mal, 10 Milliarden Jahre, einfach mal so ganz grob gerechnet, wo es dann die chemischen Elemente gab. Das Ganze mal 39 sind also 390 Milliarden Jahre. Da würde man sagen, Moment mal, das Alter, das Universum lebt also höchstens noch 390 Milliarden Jahre und dann implodiert es oder was? Irgendwas ist da wohl falsch an dieser Überlegung. Im Moment sieht es ja so aus, das Universum dehnt sich ja aus und zwar noch beschleunigt und es gibt keinen Anlass zu glauben, dass es irgendwann mal endet. Der Witz ist, das Universum lebt weiter. Das kopernikanische Prinzip stimmt aber trotzdem. Nämlich, man kann ausrechnen, wie lange wird es denn eigentlich noch Sterne, so wie G-Sterne geben, die überhaupt ermöglichen, dass es sowas wie uns geben kann. Und da kommt man drauf, so ein paar hundert Milliarden Jahre noch. Und dann ist das Universum so abgekühlt und so strange, dass es dann kein Leben mehr gibt. Das heißt, es passt wunderbar. Wir sind genau in dem Bereich, wo es überhaupt
Leben geben kann im Universum. Passt wieder. So, aber jetzt lange Rede, jetzt kommt die zweite Frage. Muss nach einer technischen Zivilisation mit zum Beispiel 1 Million Menschen immer wieder eine Steinzeitkultur folgen? Genau. Sie haben vollkommen recht. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das auch sogar hingeschrieben hatte. Hier hinten, also sozusagen hier, das muss nicht unbedingt auch eine Steinzeitkultur sein. Vollkommen richtig, das könnte ja auch einfach eine Hochzivilisation sein und vielleicht leben die Menschen 1000 Jahre. Jedes Individuum lebt vielleicht 1000 Jahre. Das heißt, man kriegt trotzdem hin, auf eine Stufe von nur 1 Million Menschen, aber jeder lebt 1000 Jahre, sozusagen eine Hochkultur irgendwie zu entwickeln, unterstützt von intelligenten Systemen, von technischen, all das wäre möglich. Vollkommen richtig. Wenn Sie aber wirklich rausgehen und andere Planeten noch besiedeln und all diese Dinge, dann kommen Sie irgendwann über kurz oder lang dann doch in diese Schwierigkeit, dass die Zahlen dann nicht mehr zusammenpassen. Das ist ein bisschen eine Ausrede, die ich jetzt habe. Also Sie bieten jetzt gerade ein weiteres Trostpflaster an. Gut, ja. Das Experiment wird es zeigen. Das Experiment wird es zeigen. Das war jetzt ein weiteres Trostpflaster, ne? Das geht schon runter, die Bevölkerungszahl, aber wir sind alle trotzdem hyperintelligent noch. Die SETI-Suche als erfolglos abzustempeln, finde ich sehr verfrüht. Ist es wirklich sinnvoll, andere Zivilisationen zu kontaktieren? Ich habe ja nicht gesagt, dass man das SETI-Programm einstampfen soll. Im Gegenteil, man muss unbedingt weitermachen. Also da bin ich fest überzeugt. Nur halt nach 70 Jahren, vollkommen richtig, mit den irdischen Teleskopen erstmal. Vollkommen klar, man kann ja genau die Grenzen berechnen. Was schaffen so irdische Teleskope? Wie groß muss also eine Strahlung sein da draußen, damit wir sie überhaupt empfangen? Kann man solche Limits einziehen und kann sagen, okay, nach 70 Jahren null Ergebnis, eine Empfindlichkeit von so und so viel. Heißt, wir decken jetzt ein ganz bestimmtes Volumen um uns herum, wo wir sagen können, da sind wir sehr sicher, dass nichts ist. Aber dann kommt ja ganz viel noch da hinten. Und zwar deutlich viel. Das müssen wir entweder mit empfindlicheren Geräten detektieren, ist vollkommen klar, und mit einer längeren Zeitbasis. Also es werden ja, um mal klar zu machen, wie das eigentlich geht, jedes Radioteleskop guckt da irgendwo hin und macht ein wissenschaftliches Programm, beobachtet irgendwas. Da ist ja nicht höchstwahrscheinlich genau in der Richtung auch noch zufälligerweise hinter der interstellaren Wolga auch noch zufällig eine außerirdische Zivilisation. Höchstwahrscheinlich nein. Das heißt, man nimmt einfach irgendeine Radio, so eine Wolke auf, Wissenschaft, ne? Interstellare Wolke. Jetzt, nach einer Stunde kommt ein anderes wissenschaftliches Programm rein, das machen die Operator, dann schwenken die das Teleskop dahin und gucken dahin. Aber während des Rüberfahrens kann man ja auch aufnehmen. Das heißt, während das Teleskop einfach irgendwo permanent seine Leerfahrten, auf dem Bus steht immer Leerfahrt, ja, zurück zur Haltestelle quasi, da kann man ja auch messen. Das heißt, das SETI-Programm nimmt auch alle diese Daten auf, von allen Radioteleskopen möglichst, sobald sie das haben, um einfach irgendwo kommt mal was rein. Das wird heute mit neuronalen Netzen versucht, Strukturen da drin zu finden. Also da ist schon wirklich auch Hightech da wieder drin. Insofern muss man unbedingt weiterforschen in dem Gebiet, was man im Rauschen vielleicht noch raushören kann und so weiter. Tja, die zweite Frage war, ob wir andere kontaktieren sollten. Wir tun es ja gar nicht, wir lauschen ja nur. Ich würde auch davon abraten, andere auf uns aufmerksam zu machen. Wenn die nämlich so sind wie wir, dann gute Nacht. Weil auf der Erde haben alle Kolonisationshistorien dazu geführt, dass die kolonisiert wurden, nicht mehr viel zu lachen hatten. Also, ja. Und gerade wenn jetzt wir verbreiten, gucken Sie die Bilder an, auf dem Mount Everest, überall gibt es schon Schlangen. Also nicht Schlangen, ich meine jetzt Menschenschlangen, die warten, bis sie endlich hochgehievt werden. Jeder Quadratmeter auf diesem Planeten wird von Homo sapiens betreten. Und wenn es nur möglich wäre für uns, da rauszugehen, dann würden wir das tun und andere würden es auch tun. Da bin ich fest davon überzeugt. Und dann wird es langsam ein Dilemma, dass wir einfach jetzt nirgends Hinweise finden. Da mag unsere Zeitbasis zu kurz sein, gebe ich ja zu. Aber wir finden nirgends Hinweise, dass es irgendwelche Sonden mal auf dem Mars runtergekracht sind oder sonst wo. Von Zivilisationen, die schon Millionen oder Milliarden Jahre einfach mal das Universum so erkundet haben. Einfach Robotersonden, auch Abfallhaufen, Dreck, Müll, also alles Mögliche, findet man aber nicht. Und jetzt kann man natürlich behaupten, ja, selbst der Abfall ist so exotisch, wir würden ihn gar nicht als Abfall erkennen.
Da gilt wieder das kopernikanische Prinzip. Die sind im Wesentlichen wie wir, deren Technik mag noch so fortgeschritten sein, aber irgendwo muss ich etwas materialisieren. Irgendwo muss es also eine technische Struktur ist nicht biologisch. Und das würde man erkennen, egal, auch wenn man es nicht versteht, was da vielleicht gebastelt ist, aber man würde merken, das ist anorganisch irgendwie, also künstlich, meine, nicht nur anorganisch, sondern technisch sozusagen. Wir finden nichts auf diesem Planeten, im ganzen Planetensystem nicht. Mag sein, dass sich das demnächst ändert, wenn wir noch besser die Planeten untersuchen. Ich bin kein Propagator jetzt von den Ideen von Richard Gotts im Dritten hier, ja? Also ich wollte einfach nur dieses Modell mal vorstellen, wie man sozusagen mit einfachen Überlegungen zu einer Aussage kommt und man kann Gründe finden, die sagen, nein, es ist nicht anwendbar. Die Zukunft ist dennoch offen. Die Haltung ist mit Sicherheit die gesündere, das gebe ich zu, ne? Que sera, sera, es kommt, wie es kommt, warten wir mal ab. Andererseits, naja, Wissenschaft besteht schon darin, Hypothesen zu machen, deswegen machen wir ja Klimamodelle und alles Mögliche, wir versuchen ja schon in die Zukunft zu gucken, was mit unserem Planeten passiert. Und dieses Nullergebnis von Außerirdischen, das kann man quasi als fast schon esoterische Wissenschaft abtun, man kann aber auch sagen, jetzt nach 70 Jahren Suchen, so bescheiden diese Suche auch ist, führt langsam zu einem inneren Widerspruch. Wenn wir davon ausgehen würden, eigentlich müsste es ganz viele von denen geben, die gibt es nicht. Und eine leider unangenehme Wahrheit wäre dann, die gibt es immer nur kurzzeitig, ein paar hundert Jahre, und dann über uns halt eben auch. Sind wir nicht doch etwas Besonderes, da nur wir Menschen auf der Erde eine technische Zivilisation aufgebaut haben? Genau, das geht genau in diese Richtung. Wenn Sie genau diese Kurve, die jetzt hier zu sehen ist, muss man eigentlich davon ausgehen, dass es in der Gesamtlebenszeit von so einer Spezies nur einmal einen nennenswerten Peak gibt. Wenn das sozusagen die Peaks wiederum die Regel wären, wenn es quasi immer so ein paar Peaks gäbe, dann wird es wieder aussteigen, dann gäbe es wieder so Peaks, also technische Zivilisationen, dann wäre es wieder höchst unwahrscheinlich, dass wir der erste Peak wären. Sondern dann hätte es wahrscheinlich schon so 3, 4 technische Peaks vor uns gegeben. Das würde man aber entdecken. Es gab ja schon technische Hochkulturen, also die Römer oder was, da hatten wir durchaus technische Hochkultur, kann man schon so sagen, aber nicht das, was wir jetzt als technische Hochkultur verstehen mit Digitaltechnik und so weiter, ja, die uns ja einen enormen Schub bringt. Deswegen auch hier wieder das Argument, mag sein, dass es nochmal einen Peak gibt, aber dann wären wir oder mehrere Peaks gibt, dann wären wir schon wieder an der Ausnahmeposition. Das kopernikanische Prinzip sagt, nein, innerhalb dieser Zeit gibt es nur einen Peak, dort werden die meisten Menschen geboren und das trifft aber dann auf alle anderen auch zu und passt auch am besten mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die immer mal so einen Klimax hatten und dann ging es wieder runter. Die Materie ist nicht Durchschnitt im All, sie ist nur ein ganz kleiner Teil. Die dunkle Materie, meinen Sie? Ja, ja. Dunkle Materie und die dunkle Energie noch dazu, ja. Also die Materie, von der ich gerade gesprochen habe, ist ja klar, wir selbst bestehen aus Baryonen und das sind auf den Kosmos bezogen nur 4,5% und der Rest, 25%, sind dunkle Materie, von der wir nicht wissen, was es ist. Und dann gibt es noch mal 70% dunkle Energie, von der wir gar nicht wissen, was es ist. Also so ungefähr die Steigerung. Aber die Materie ist nicht Durchschnitt, wenn man das gesamte Universum betrachtet. Okay, das ist ja eine interessante Anwendung des kopernikanischen Prinzips auf die Gesamtmaterie. Das heißt, wir sind bezogen auf das Gesamtuniversum eine Ausnahme, was die Materieform anbelangt. Nun bin ich theoretischer Physiker und meine, dass wir weder dunkle Energie noch dunkle Materie brauchen, das wäre ein anderer Vortrag, sondern dass wir einfach nur unsere Gravitationsgesetze umändern müssten. Dann sind wir das alles los. Wäre vielleicht sogar die Anwendung des kopernikanischen Prinzips sogar hilfreich, weil man sagt, wir dürfen keine Ausnahme sein, deswegen kann es gar nichts anderes geben. Scherzhaft jetzt. Aber Sie haben vollkommen recht, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Man könnte daraus folgern, ja, wir haben ja schon ein paar Eigenschaften, die wir dieser ominösen dunklen Materie zuweisen. Wir wissen ja, die klumpt offenbar und führt dazu, dass die Galaxien so einen Halo haben, also quasi umgeben sind von dunkler Materie. Und das führt dazu, dass zusätzliche Schwerkraft ausgeübt wird und diese Galaxien deshalb schneller rotieren müssen, sonst würden sie alle zusammenstürzen. Das beobachtet man, also man beobachtet nicht die dunkle Materie, man beobachtet nur, die Galaxien rotieren zu schnell. Die Rettung des Problems ist, na, da muss es was geben, was die Schwerkraft erhöht, sonst fliegen die alle auseinander. Und um das alles zu retten, führt man diese dunkle Materie ein.
Es hat man verschiedenste Beobachtungen, gekrümmtes Licht, wo man auch gekrümmte Lichtbahnen, also sogenannte Gravitationslinsen, einsteinsche Gravitationslinsen beobachtet im Universum, um rauszubekommen, wie klumpt denn jetzt diese dunkle Materie. Und alles, was man bisher dieser ominösen dunklen Materie an Eigenschaften zuweisen kann, obwohl wir eigentlich gar nicht wissen, was es ist, ist, dass sie nicht Planeten und Sonnen und sonst was bilden kann und auch keine Lebewesen. Sprich, wenn überhaupt sowas wie Sonnensysteme zustande kommen, dann können die nur aus normaler, also aus unserer Materie bestehen. Insofern wären wir zwar eine Ausnahme, aber das andere hat gar nicht die Möglichkeit, Leben zu entwickeln. Insofern brauchen wir von der Statistik her uns nicht gleichrangig mit dieser dunklen Materie, dunkler Energie zu sehen. Wäre jetzt so meine aus dem hohlen Bauch geschossene Argumentation. Die dunkle Materie ist also nur eine Hilfskonstruktion, weil wir das große Ganze einfach noch nicht verstehen? Ja, weil die Gravitationsgesetze im Moment, also die Einstein-Relativitätstheorie, vielleicht erweitert werden muss. Genau, erweitert, nicht widerlegt, sondern erweitert. Ne? Damit ist das alles nur ein reines Gedankenexperiment? Das sowieso. Wie gesagt, das Experiment zeigt sich in 8 Millionen Jahren, dann ist es rum und wir können das verwerfen, dann haben wir Glück gehabt, oder es ist eingetroffen, dann war es nicht so schön. Der Punkt ist nur, was wäre jetzt die Alternative? Gibt es also doch ganz, ja, was ist jetzt Ihr Angebot sozusagen? Die Menschheit ist dem nicht unterworfen und lebt deshalb Millionen Jahre und alles wie? Dann müsste es aber andere auch geben. Ne? Das wäre schon die Konsequenz. Dann ist die Überlegung, dass das alles so sein könnte, mit sehr viel Vorsicht zu genießen? Also Sie haben vielleicht gemerkt, dass in den ganzen Überlegungen weder Biologie noch Physik noch irgendetwas drinsteckt. Null. Das ist gerade der Charme von dem. Sonst kann man irgendwelche Aussterbeszenarien, Klimakatastrophe, Selbstvernichtung durch Atomkrieg, alles kann man formulieren, weshalb die Menschheit ausstrebt. Das hier ist trockenstes Rechnen. Einfach nur gucken, wie alt seid ihr denn und wie viel gab es schon von euch? Was wird denn da noch kommen? Einfach nur so. Die Gründe spielen überhaupt keine Rolle. Das ist ja der Charme von dieser Überlegung. Insofern kommt man aus dem nicht so ohne weiteres raus. Also wenn, dann muss man schon sehr in Überlegungen gehen, bedingte Wahrscheinlichkeiten, also in die drunterliegende Mathematik, ob die überhaupt anwendbar ist. Aber wie gesagt, da sind die Gelehrten auch nicht und die Gelehrtinnen auch nicht ganz einig, soweit ich das so verfolge. Und immer wieder, wenn man nicht auf dem Standpunkt ist, dass wir was Besonderes sind, dann müsste aus den zwei Prinzipien, alle Naturgesetze gelten überall und wir sind Durchschnitt, was sich bisher überall gezeigt hat, dass wir Durchschnitt sind, müsste es recht viele geben gleichzeitig oder schon gegeben haben. Und wenn die sich dann aber weiterentwickeln, was wir für uns ja auch hoffen, dann müssten wir eigentlich von denen irgendetwas auch schon sehen. Das ist der Punkt. Und im Moment passt alles am besten so, wie ich es formuliert habe, also wie Richard Gott es formuliert. Ich habe es Ihnen hier referiert. Wenn wir jetzt noch die Neandertaler und Homo erectus dazu nehmen, dann müssen wir doch aber auch nachfolgende Spezies mit dazu rechnen, oder? Genau das sind die Gegenargumente, die angeführt werden und die ich auch nachvollziehen kann. Und das ist genau dieses Statistikproblem. Da geht man sehr ans Eingemachte jetzt. Es ist immer ein Problem, wenn man sich selbst als beliebig herausgegriffen aus einem Ensemble betrachtet. Und dann ist die Frage, ja, welches Ensemble denn? Man definiert sich ja mit einer gewissen Eigenschaft und damit definiert man ja das Ensemble, was man gerade betrachten will. Beispielsweise Homo sapiens. Da haben Sie vollkommen recht, wenn wir einfach sagen, nee, wir sind einfach Säugetiere. Diese Eigenschaft. Dann gibt es ja ganz viele Säugetiere vor uns schon, nicht nur Homo erectus, sondern alles Mögliche vor uns. Da kommt eine Riesenzahl zustande. Und wenn ich die natürlich multipliziere, ja gut, dann gibt es natürlich hinten eine riesige Strecke, wo es noch Säugetiere gibt. Insofern ist diese Aussage dann auch wieder wahr. Was heißt das aber jetzt für uns? Sie meinen also, uns nach uns könnte es ja andere intelligente Lebewesen noch geben. Also beispielsweise, wir könnten aussterben, aber die Bonobos oder was weiß ich wie, die entwickeln sich weiter. Wäre das so Ihr Ansatz? Oder meinen Sie eine technische Lösung? Der Homo sapiens entwickelt sich weiter. Also wir entwickeln uns schon in eine andere Art sozusagen. Kopernikanisches Prinzip. Alles ist möglich, ne? Ist ganz klar. Im Übrigen, um es noch zu sagen, ich würde es begrüßen, wenn ich Unrecht habe. Ne? Also, das ist ganz klar. Ne? Immer wieder gucken, ob das in sich konsistent ist. Und als theoretischer Physiker liebt man ja, wenn es in sich konsistent ist. Das mag so falsch sein wie nur was, Hauptsache es ist in sich konsistent. Ne? Das hat man nebenbei gesprochen. Wenn unsere künftigen Nachfahren viel mehr dann mal in der Zukunft sind als wir,
dann wären wir ja schon wieder die armen Tröpfe davor. Also wenn intelligentes Leben nach uns auf den gesamten Planeten bezogen, eine ganz andere Art, in Summe mehr Individuen, also intelligente Individuen geboren werden, aber das sind nicht wir, sondern eine andere Art, dann ist es auf den gesamten Planeten bezogen wieder höchst unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber dass wir nicht eine von denen sind. Das heißt, wenn man die Kette aufträgt von allen intelligenten Lebensformen auf diesem Planeten, die es vor uns gegeben hat oder die es nach uns noch geben könnte, dann sind wir auf dieser Kette wieder beliebig herausgegriffen. Dann könnte es sein, dass wir irgendwo ganz natürlich in diesem unwahrscheinlichen Anfangspunkt sind und hinten kommen noch ganz viele andere intelligente Arten, möglich, höchst unwahrscheinlich. Wenn man das kopernikanische Prinzip anwendet, wäre es da nicht sinnvoller, das Wissen anders zu speichern, zum Beispiel in Betonreliefen und nicht digital? Ich würde mich schon freuen, wenn die Schüler nochmal auf Papier schreiben könnten. Aber Sie haben natürlich recht. Es werden ja Sachen in Tiefbunker eingespeichert, aber leider auch digital nur. Aber auch materielle Objekte, es gibt ja in den USA ganz viele, also, weiß nicht, ob es in der Europäischen Union auch sowas gibt, quasi, wo das Wissen gespeichert wird, wie die alte Bibliothek in Alexandria. Aber wir wissen, die ist auch abgebrannt. Ne? Also es gibt auch da keinen Schutz. Aber die auf jeden Fall, wo man früher dachte, die CD, die ist jetzt der Weisheit letzter Schluss, nach 20 Jahren löst sich das Ding auf. Das heißt, Daten, das wird das Zeitalter des großen Vergessens werden, weil nichts mehr materiell gespeichert ist. So viel Wissen, wie wir haben, es wird weg sein. Und dann geht es vielleicht aus diesem Grund da hinten steil bergab. 2017 soll eine Mondstation fotografiert worden sein. Ist da was dran? Und gibt es wirklich Paralleluniversen? Von dieser ominösen Raumstation weiß ich jetzt nichts, muss ich zugeben. Ist an mir vorbeigegangen. Christian, hast du auch nichts davon? Da sind wir schon zu zweit. Kein statistisch relevantes Ensemble jetzt allerdings, wir zwei. Müssen wir nochmal nachvollziehen. Also das heißt, Sie wollen behaupten, man hat ja schon Hinweise. Aber warum werden die nicht so publik und sind nicht in allen Veröffentlichungen? Jetzt haben wir 50 Jahre Mondlandung, hätten wir ja nochmal was davon gehört. Jetzt kann man sehr schnell auf Verschwörungstheorien kommen, also davon halte ich immer gar nichts. Ne? Das ist Quatsch. Es gibt Verschwörungen, das will ich auch nicht abreden, aber nicht in dem Bereich. So, das Zweite war, nochmal was? Paralleluniversen. Ja, das ist ja einfach theoretische Physik vom Feinsten. Da gibt es ganz verschiedene Modelle natürlich. Wenn man in die Stringtheorie geht, eine der Möglichkeiten, um die Quantenphysik, die Quantenwelt, die in sich die beste Theorie ist, die wir je hatten, und die Einstein-Theorie, die in ihrer Welt die beste Theorie, die wir je hatten, die haben wir leider noch nicht geschafft, seit 100 Jahren zusammenzubringen. Die Stringtheorie versucht das, allerdings indem sie elfdimensionale Räume produziert und unser dreidimensionaler Raum und die Zeit noch dazu sind nur Unterräume. Da gibt es ganz viele Paralleluniversen, aber die sind nicht irgendwo da draußen, sondern die sind hier. Die sind einfach nur ein paar Nanometer von uns entfernt. Und beispielsweise der Effekt wie dunkle Materie ist einfach nur, dass plötzlich dann doch vielleicht ein minimaler Effekt zwischen diesem Paralleluniversum und uns stattfindet. Und das macht sich bei uns durch eine seltsame Eigenschaft des Gravitationsgesetzes bemerkbar, als ob da dunkle Materie wäre. Das sind so einige von den Erklärungen. Ob es die gibt, ja, wir haben wahrscheinlich nie Kontakt damit, mit den Universen. Insofern ist es im Moment einfach nur ein theoretisches Konstrukt. Hart am Limit, ob das überhaupt Physik ist. Physik ist ja etwas, wenn man es klassisch definiert, wir haben eine Hypothese und das schärfste Schwert, ob das was Gescheites ist, ist einfach das Experiment. Ja? Und wenn man mit Paralleluniversen grundsätzlich nicht kommunizieren kann, dann würde man gar nicht mehr Physik betreiben im eigentlichen Sinne. Dennoch ist das natürlich spannend, ist eigentlich fast experimentelle Mathematik, wenn man so will. Insofern, meine Antwort ist, ja, kann es geben, als theoretisches Konstrukt und auch in Realität, aber es hat im Moment noch keine Auswirkungen. Sei denn, es ist nachweislich der Effekt beispielsweise der dunklen Materie, dunklen Energie damit erklärbar. Und zwar mit einem Experimentum crucis, also quasi, dass man da etwas entscheiden kann und sagen kann, das ist echt die Theorie, wir müssen damit leben, es gibt Paralleluniversen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Warum nimmt die Wissenschaft die gut dokumentierten UFO-Beobachtungen nicht ernst? Ja, wenn man dann genau guckt, es gibt ja Organisationen, die kümmern sich um solche Phänomene. UFO heißt ja erstmal nur unbekanntes Flugobjekt.
Und wenn man dann nachforscht und was findet, was dann doch das erklären kann, ist es nicht mehr UFO, sondern BFO oder was, bekanntes Flugobjekt. Also davon redet aber keiner mehr. Die allermeisten sind erklärbar und dann gibt es immer wieder einen Rest, der übrig bleibt. Also vollkommen recht. Haben Sie vollkommen recht, ja. Wie soll man das erläutern? Also ich selbst halte davon nichts. Ja, ich bin der Meinung, das kann man nicht unter dem Deckel halten. Und warum sollen die Außerirdischen immer irgendwo im dunkelsten Wald irgendwo landen, ich weiß nicht wo, von Leuten beobachtet werden, die, wenn man dann genau mal nachforscht, meistens irgendwie, also, ja, weil, so solche Dinge. Und warum landen die nicht, wenn Bayern München gegen Leipzig spielt, mitten auf dem Platz? Und sagen, hallo, hier sind wir. Also irgendwie komisch, ja. Kann natürlich sein, dass die uns als Insekten betrachten und wir natürlich auch nicht in einem super Ameisenhaufen, wo die Ameisen sich gerade freuen, was sie gerade machen. Super Spiel gerade. Und wir merken es gar nicht, dass die gerade ein super Fußballspiel da machen. Ja? Könnte natürlich sein, halte ich nicht für realistisch. Also diese Beobachtungen, es gibt ein paar ungeklärte Fälle immer noch, aber bislang ist man gut beraten, einfach zu sagen, das sind natürliche Phänomene und die Natur hat so viel an Phänomenen noch parat, an atmosphärischen Phänomenen, die immer noch nicht wirklich erforscht sind. Wir wissen immer noch selbst noch nicht mal, wie eigentlich Blitze wirklich zustande kommen, also selbst auf sowas ganz Simplem. Und was ist mit dem Bermuda-Dreieck? Das Bermuda-Dreieck, ja, A, muss man in die Statistik gehen, nehmen Sie irgendein anderes Feld und gucken, wie viele Flugzeuge da verschwinden oder sowas, Sie können immer irgendwo was finden. Tatsächlich ist es so, diese Schiffe, die im Bermuda-Dreieck untergegangen sind, tatsächlich etwas erhöht, erklärt man damit, dass da unterirdische Vulkanismus oder was das da ist und Gasblasen hochsteigen und plötzlich steigen, und zwar riesige Gasblasen, steigen hoch und da fällt ein Schiff einfach runter, ist weg. Also das ist eine von den natürlichen Erklärungen. Was ist, wenn die Formel zum Beispiel in 1 Million Jahren angewandt wird? Stimmt dann die Formel noch? Ja, das wird auch als ein Gegenargument angeguckt. Wenn Sie das dann genau durchrechnen, stellen Sie fest, alle diejenigen, die diese Formel anwenden in der Lebenszeit, sind 95% genau in der Existenzzeit der Menschheit. Wenn Sie natürlich sagen, die Menschheit kann potenziell unendlich lange leben, wenn Sie das unendlich einführen, dann sind alle anderen konkreten Zeiten, ob sie 1 Milliarde sind, 10 Milliarden, ein Tag, in Bezug auf unendlich, spielt alles keine Rolle mehr. Sobald Sie die Unendlichkeit einführen, sind Sie aus allem draußen. Aber was lebt unendlich? Also da, glaube ich, können wir sicher sein, dass irgendwo mal Schluss ist. Und dann gucken Sie einfach an, alle diese Wissenschaftler, die auf diese Formel mal kommen, es wird vielleicht wieder in Vergessenheit geraten, in 100 Jahren entdeckt das wieder jemand neu und so weiter. Die finden dann plötzlich, oder in 1000 Jahren oder in 10.000 Jahren. Und die kommen alle auf andere Zahlen, richtig. Aber deren Bandbreite, wenn man das durchzieht, die finden andere Bandbreiten. Aber zum Schluss ist dann die Gesamtzeit der Homo sapiens doch wieder genau in all diesen Bandbreiten drin. In 95%. Es passt, sie kommen aus der Nummer nicht raus. Die einzige Chance ist, dass sie unendlich annehmen. Aber gut, da sind sie sowieso draußen.